Romeo und Julia. Für das Saarländische Staatstheater schlüpfen Nicola Strada und Hope Doherty in die Rollen des berühmtesten aller Liebespaare. Unter den strengen Augen von Choreograf Stain Selis arbeiten sie an einer technisch besonders schwierigen Szene, wegen der vielen Hebefiguren. Also ich muss irgendwie drehen und Hope in die Luft schicken und sie muss denken, das Gegenteil einfach drehen und ja, es ist irgendwie eine Teamarbeit und man muss super koordiniert sein. Es gibt auf jeden Fall einige Hebefiguren, die nicht ohne sind. Und wenn man da patzt, könnte es gefährlich werden. Wir haben uns aber darauf vorbereitet, wie man in so einer Situation weitermachen kann. Das kann ruhig ein bisschen qualvoller rüberkommen, sagt Stain Selis. Die Schwierigkeit für Nicola und Hope, sie müssen Emotionen mit Körperhaltung, Bewegungen und Mimik darstellen, ohne dass man ihnen den Hochleistungssport anmerkt, den sie gerade ausüben. Speziell bei diesem Ballett sind die Gefühle ganz besonders wichtig. Ich finde Romeo und Julia eine fantastische Partitur. Ich glaube, das ist die monumentalste Ballettpartitur des 20. Jahrhunderts. Wenn man die Musik hört, kann man wirklich die Geschichte auch mitverfolgen. Die Geschichte der Feindschaft zwischen den Häusern Montague und Capulet, die eine Beziehung zwischen Romeo und Julia unmöglich macht. Übrigens, wir sind hier bei der ersten Probe mit Kostüm. Die Musik kommt noch vom Band. In 9 Tagen ist Premiere. Nicola und Hope testen, ob alles passt und ob sie sich in den Kostümen gut bewegen können. Und für Hope als Julia kommt eine neue Herausforderung hinzu. Sie trägt 5 verschiedene Kleider, muss zwischen ihnen hin und her wechseln und das schnell. Ich glaube, die ersten, ich habe 40 Sekunden und wow. Die am Ende ist, sollte 1 Minute und 30 Sekunden sein, aber gestern mit dem Orchester war das wirklich nur 30 Sekunden. Also, wir schauen, ob das wirklich klappt. Es muss also schnell gehen. Das geht nicht ohne Hilfe. Und tatsächlich geschafft. Sogar in unter 30 Sekunden. Aber halt, irgendetwas stimmt da nicht. Ist doch was schiefgegangen? Sie trägt das falsche Kleid. Hast du keine Zeit mehr jetzt? Wir können noch mal üben. Auf der Bühne läuft die Probe weiter. Spontan entscheidet sie sich doch noch mal, sich umzuziehen. Ich habe dann zu früh an mein nächstes Kostüm gewechselt, weil ich war einfach verwöhnt. Ich habe vergessen, dass eigentlich es gibt noch eine Szene ab mit diesem Kostüm und dann später ist der Wechsel. Also. Aber es ist gut, dass wir Kostüm und Probe haben, genau. Damit wir das genauer wissen. Nicola hat an der Mailänder Scala gelernt, Hope in New York an der Juilliard School. Die beiden sind absolute Profis und trotzdem ist diese Choreografie eine Herausforderung. Bis zur Premiere muss die Technik sitzen. Man merkt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Dann ist Julia in der Luft dann nicht so gemütlich, wie sie sein soll und nicht so hübsch, wie sie sein soll. Und dann merkt man das sofort. Eine Woche später, Generalprobe. Jetzt mit Orchester. Es wird ernst. Noch 2 Tage bis zur Premiere. Und dann kommt die Szene mit den vielen schwierigen Hebefiguren, die sie so lange mit ihrem Choreografen geübt haben. Schaffen es Hope und Nicola fehlerfrei und mit Leichtigkeit durch diesen technisch besonders schwierigen Moment? Heute hat alles funktioniert. Ja, war ein ziemlich guter Durchlauf für uns. Es läuft alles ziemlich rund. Und auch Hopes viele Kostümwechsel klappen reibungslos. Happy End für die beiden Hauptdarsteller. Anders als für Romeo und Julia. Es wird noch mal so richtig dramatisch. Die Todesszene. Thank you.
Hope Doherty und Nicola Strada schaffen es, diese sehr klassische Romeo und Julia-Inszenierung zu tragen. Vom fröhlich bunten Anfang bis zum unausweichlich bitteren Ende.